liebe Ostholsteiner. Und Ostholsteinerin. Wir sind hier gerade bei der 6. Folge von den Kinderreporter. In der Hochtor-Grundschule. Und wir wollen Frau Gärtner mal interviewen. Hätte ich glatt vergessen, heute ist ja Fasching. Stimmt ja. Ist ja lustig, wenn hier alle so bunt verkleidet sind. Hier sieht man ja ein paar. Dann gehen wir mal los. Und suchen Sie mal. Komm, wir gehen los. Wir gehen jetzt mal suchen. Wir haben Frau Gärtner gefunden. Da steht sie. Hallo Frau Gärtner. Wer seid ihr? Können wir mit Ihnen ein Interview machen? Na klar. Gerne. Was glaubst du, was da passieren wird, wenn wir zu Frau Gärtner gehen? Ich habe keinen Plan. Aber heute ist ja auch Fasching. Da können wir vielleicht auch noch was filmen, oder? Also ich kenne sie ja schon, aber... Wie das Interview jetzt wird, das weiß ich nicht. Also, wir sind hier gerade bei der Schuldirektorin der Hochtor Grundschule, Frau Gärtner, und wollen Sie mal interviewen. Genau. Wie lange gibt es schon die Hochtor Grundschule? Was hast du gefragt? Wie lange gibt es die Hochtor Grundschule? Die hatte letztes Jahr ihr 70-jähriges Jubiläum, die alte Dame. Jetzt ist sie schon 71. Wie lange sind Sie hier schon an der Schule? Ich bin schon 14 Jahre hier an dieser Schule, und zwar ziemlich genau. Das ist ja schon ganz schön lange. Waren Sie früher auch Lehrerin? Ich fing an 1977 als Lehrerin und dann wurde ich später Schulleiterin und dann kam ich hier nach Neustadt. Wissen Sie, warum die Schule so heißt? Ja, Neustadt ist ja eine sehr bekannte alte Stadt und die hatte früher im Mittelalter Stadtmauern und die Stadtmauern, die hatten auch Tore und da soll es mal ein großes Holztor gegeben haben, das hieß das hohe Tor, also Hochtor. Da gibt es die Hochtorstraße und direkt dabei die Hochtorschule. Das Hochtor ist natürlich nicht mehr da, das ist weg. Was ist das Besondere an Ihrem Beruf? Also jetzt als Schulleiterin, da habe ich eine wunderbare, abwechslungsreiche Aufgabe. Da kann ich allen Kindern helfen. Und ich bin auch verantwortlich dafür, dass die Kinder mit Freude lernen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Dürfen wir mal das Lehrerzimmer anschauen? Na klar, wollt ihr da schon gleich hin? Ja, okay. Bin ich im Fernsehen? Nein. Hier ist der Platz für 36 Lehrkräfte. Ein bisschen eng ist es schon, wie man sieht. Wir sitzen da immer zu 12 an einem Tisch jeweils. Da haben wir Computer, da können wir drucken, da können wir einschweißen. Und jetzt ist gerade gar keiner da. Was ist das? Das ist unser Stundenplan. Hier kannst du sehen, jeder Lehrer, jede Lehrerin hat ihre eigene Farbe. Und hier sind die Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und hier oben sind die ganzen Klassen. Und da kann ich mit einem Blick sehen, welche Lehrerin es in welcher Klasse. Und wenn ich dann wissen will, wo ist Frau Stoltenberg, gucke ich erstmal bei ihrer Klasse. Freitags ist sie hier, das ist ihre Farbe. Wie viele Kinder gehen hier in diese Schule? Zurzeit sind das nur 517. Wir sind so ziemlich die größte Grundschule in ganz Schleswig-Holstein. Wieso feiert man in der Grundschule nur Fasching und nicht in den größeren Schulen? Das kann ich dir nicht sagen. Wenn ich nämlich Rektorin einer anderen Schule wäre mit älteren Schülern, dann fände ich das ganz prima, wenn man da auch Fasching feiern könnte. Die Zeit ist reif für ein bisschen Zärtlichkeit. Irgendwo, irgendwann. Wie ist die Party eigentlich so? Gut, cool. Und wie findest du die Linie? Ich fand sie auch cool. Wie findet ihr die Party? Ich fand das Interview mit Frau Gärtner sehr interessant, weil heute Fasching ist. Ja, und das war mal ein Interview, ein spezielles, zwei Folgen zusammen, Fasching und Interview. Ich finde es blöd, dass in Neustadt jetzt so viele Eisplatten auf den Straßen liegen. Warum? Weil man da so schnell ausrutschen kann mit dem Auto. Ich möchte, dass der Bürgermeister mit der Stadt redet und dass das ändert. Weil es kommen so viele Unfälle einfach und das wollen wir ja nicht. Wenn ihr Post für uns habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Unter kinderreporter@googlemail.com. Wir freuen uns auf eure E-Mails. Die nächste Folge wird
Home Story sein. Genau.